Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Anaïse Meh-Holborn. Ich bin Psychologin bei Anima Mentis und heute werden wir uns mit dem Thema Optimismus beschäftigen. Damit, was Optimismus eigentlich ist, was für Vor- und was für Nachteile Optimismus mit sich bringt und wie uns Optimismus in der aktuellen Situation eventuell helfen kann. Aber vorerst würde ich Sie bitten, mal kurz in sich zu gehen, Ihr Handout zur Hand zu nehmen und sich mal zu überlegen, auf einer Skala von 0 bis 10, wie optimistisch Sie sind. Wenn Sie möchten, können Sie gerne das Video hierfür kurz pausieren. Stellen Sie sich vor allem auch die Frage, wieso Sie die Zahl, die Sie jetzt gerade gewählt haben, ausgewählt haben, wieso war es nicht die Zahl darüber oder die darunter? Wieso war es genau diese Zahl? Und dann überlegen Sie, was die Gründe dafür sind. Vielleicht ist Ihnen jetzt aufgefallen, dass es situative Unterschiede gibt. Vielleicht fällt es Ihnen in der einen Situation total leicht, optimistisch zu denken, aber in einer anderen ist es für Sie etwas schwieriger. Und das ist durchaus möglich, dass Ihnen ein optimistischer Denkstil in der einen Situation leichter fällt als in der anderen. Überlegen Sie deshalb auch mal ganz konkret, in welchen Situationen fällt Ihnen optimistisches Denken leicht und in welchen schwieriger? In der Literatur unterscheidet man Optimismus grob in zwei Kategorien. Auf der einen Seite wird Optimismus oft als Persönlichkeitsmerkmal beschrieben und auf der anderen oft als Fähigkeit. Wenn man von Optimismus als Persönlichkeitsmerkmal spricht, dann nennt man diesen Optimismus auch oft dispositionalen Optimismus und er beschreibt eine generalisierte positive Erwartungshaltung an die Zukunft. Das heißt, Personen mit einer hohen Ausprägung denken, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Dadurch sind sie viel persistenter bei Zielerreichungen, die wahrscheinlich sind. Und wenn sie merken, ein Ziel ist nicht so wahrscheinlich zu erreichen, fällt es ihnen auch viel leichter, sich wieder von diesem Ziel zu lösen und sich ein neues Ziel zu suchen. Wenn man von Optimismus als Fähigkeit spricht, dann bedeutet das vor allem auch in schwierigen Situationen ein Gefühl von Zuversicht und Hoffnung zu behalten. Und das gilt als ganz zentraler Resilienzfaktor. Es geht also nicht darum, vorhandene Probleme zu ignorieren oder zu verharmlosen, sondern es geht um eine ganz, ganz bewusste Entscheidung, sich in schwierigen Situationen trotzdem der Situation zu stellen, mit dem Wissen, dass es danach positiv weitergehen kann. Optimistisch zu sein bringt ganz viele Vorteile mit sich. So haben Sie zum Beispiel günstigere Kognitionen, zum Beispiel eine höhere Kontrollerwartung. Bei der Verfolgung Ihrer Ziele zeigen Sie mehr Ausdauer. Und Sie haben auch ein adaptiveres, also ein angepassteres Bewältigungsverhalten, indem Sie unkontrollierbaren Situationen mit Akzeptanz begegnen und kontrollierbaren ganz aktiv. Da wir in der aktuellen Situation noch nicht genau wissen, wie lange die Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronaviruses einzudämmen, anhalten werden, kann ein optimistischer Denkstil dabei helfen, diese Ungewissheit mit Akzeptanz zu begegnen, sprich die aktuelle Situation mit ihrer Ungewissheit anzunehmen. In kontrollierbaren Situationen treten Optimisten aktiv entgegen. Das könnte in der jetzigen Zeit sehr hilfreich sein, um auf der einen Seite wichtige Schutzmaßnahmen zu treffen und auf der anderen Seite hilft es eventuell auch dafür, dass man jetzt die Zeit ganz aktiv nützt für Dinge, die man sonst nicht tun kann. Aber auch hinsichtlich der physischen Gesundheit erweist sich Optimismus als ein ganz wichtiger, protektiver, also schützender Faktor. Optimisten haben ein besseres Immunsystem, sie werden seltener krank und wenn sie mal krank werden, dann erholen sie sich auch schneller. Ein gutes Immunsystem kann in der jetzigen Zeit sehr, sehr hilfreich sein, um sich möglicherweise erst gar nicht mit dem Virus zu infizieren oder geringere Symptome bei einer Infektion zu zeigen. Und auch für den Genesungsprozess ist ein optimistischer Denkstil durchaus förderlich, da wir gehört haben, dass sie viel schneller genesen, also viel schneller sich wieder erholen und wieder gesund werden. Und auch im sozialen Bereich scheinen Optimisten gegenüber Pessimisten klar im Vorteil zu sein. Sie weisen ein viel besseres soziales Netz auf.
Und dieses soziale Netz ist gerade in der jetzigen Zeit, die ganz viel Ungewissheit mit sich bringt, total wichtig, um einem Rückhalt und Unterstützung zu bieten. Auch hier können Optimisten definitiv profitieren. Wenn man sich das Thema Pessimismus anschaut, dann sieht man aber auch hier, dass Pessimismus Vorteile haben kann. Pessimismus hat einen ganz, ganz hohen funktionalen Wert. Wenn zum Beispiel Gefahr gerade ansteht, dann fokussieren sich Pessimisten auf die Gefahrenquelle, um sich dazu zu motivieren, ihr Verhalten oder die Situation zu verändern. Und da konnten schon Studien zeigen, dass pessimistische Studenten, nachdem sie eine schlechte Leistung erbracht haben, danach viel bessere Bewältigungspläne hatten als optimistische Studenten. Daher könnte es auch jetzt in der aktuellen Zeit, dass pessimistisch gestimmte Menschen sich mehr auf die Gefahrenquelle, also auf die Ausbreitung des Viruses fokussieren und sich dadurch mehr motivieren können, ihr Verhalten zu ändern. Das könnte bedeuten, dass man zum Beispiel sich mit Lebensmitteln ausstattet, also die Hamsterkäufe würden da durchaus auch reinfallen, um sich eben für zukünftige Gefahrenquellen gut zu wappnen. Aber es könnte auch sein, dass eben pessimistisch gestimmte Menschen die Sicherheitsvorkehrungen sehr ernst nehmen. Und das führt wiederum dazu, dass sich der Virus vielleicht nicht so rasch ausbreiten kann, weil sie einfach daheim bleiben und die Schutzmaßnahmen wirklich ernst nehmen. Es gibt natürlich auch Nachteile von Optimismus, weil nicht alle Arten optimistischen Denkens langfristig gesehen funktional oder förderlich sind. Es gibt situations- bzw. risikospezifische Erwartungen, die darin bestehen, dass Menschen das eigene Risiko von gesundheitlichen Erkrankungen betroffen zu werden geringer einschätzen als das von anderen Menschen. Diese Tendenz nennt man den unrealistischen Optimismus. So auf die Art, mir wird das schon nicht passieren. In der aktuellen Corona-Situation könnte die Gefahr bestehen, dass Menschen das eigene Risiko von dem Virus betroffen zu sein im Vergleich zu anderen Menschen geringer einschätzen. Das könnte wieder dazu führen, dass wichtige Sicherheitsvorkehrungen nicht getroffen werden und eingehalten werden, was wiederum die rasche Ausbreitung des Virus begünstigen könnte. Ergebnisse aus der Gehirnforschung zeigen, dass sich das Gehirn bis ins hohe Alter verändert. Diesen Vorgang nennt man Neuroplastizität. Gespeicherte Informationen, die wir nicht nutzen, gehen verloren. Das ist das Use-it-or-lose-it-Prinzip. Dinge, die wir oft denken, werden im Gehirn fester verdrahtet. Dadurch können Informationen schneller und leichter abrufbar werden und regelmäßig wiederkehrende Gedanken und Handlungen werden automatisiert. Der Vorteil, man muss der Durchführung von Handlungen kaum Aufmerksamkeit schenken. Und es erlaubt uns, Dinge gleichzeitig, also parallel zu tun. Da fällt dieses Multitasking hinein. Der Nachteil ist, es können auch nicht so förderliche Denk- und Handlungsroutinen entstehen. Weil unser Gehirn nicht unterscheiden kann, was für uns denn eine günstige Routine ist und was eher eine nicht so förderliche ist. Optimisten, so viel ist gesagt, erfahren genauso wie Pessimisten negative Gefühle und Gedanken. Der Unterschied ist, und diese Technik kann man sich definitiv von Optimisten abschauen, Optimisten nutzen die Methode der Umdeutung, auch bezeichnet als Reframing. Diese Technik eignet sich vor allem dafür, negative Ereignisse schnell zu verarbeiten und diese als weniger schmerzhaft und bedrohlich wahrzunehmen. Der Vorteil dieser Technik, man bleibt handlungsfähig und lösungsorientiert. Auf die aktuelle Situation gemünzt bedeutet dies, dass auch Optimisten ein Gefühl von Verunsicherung spüren. Jedoch wird ein Optimist versuchen, die Situation für ihn so umzudeuten, dass er irgendetwas Positives daraus ziehen kann. Zweckspessimisten hingegen nutzen die Methode des Reframings so gut wie nie. Sie sehen sich selbst als Realisten, die die Augen gegenüber Gefahren nicht verschließen wollen. Forschungen zeigen aber, dass negatives Denken und Zweckspessimismus weder vor unangenehmer Erfahrung noch vor dem empfundenen Schmerz schützen. Diese Art zu denken trainiert lediglich das Gehirn, den Fokus auf negative Dinge zu lenken, während die Fähigkeit, Positives wahrzunehmen, immer mehr zurückgebildet wird. Sie nehmen nur noch den Teil der Realität wahr, der ihrer antrainierten Erwartungshaltung
entspricht. Die gute Nachricht, optimistisch zu sein, kann man trainieren. Für den Umgang mit negativen oder pessimistischen Gedanken eignet sich die ABCDE-Strategie nach Seligman. Grundlage ist, dass Reize unbewusst oder bewusst, aber meist unbewusst bewertet werden und aus diesen Bewertungen entstehen dann dysfunktionale, also weniger förderliche Verhaltenskonsequenzen. Das bedeutet, dass nicht die Situation selbst oder der Reiz selbst dazu führt, wie wir uns tatsächlich verhalten, sondern der zugrunde liegende Bewertungsprozess. Ziel dieser ABCDE-Methode ist die Vermeidung von Denkfallen, indem man irrationale Bewertungen erkennt und gezielt verändert. Nehmen Sie jetzt wieder Ihr Handout zur Hand und notieren Sie sich zu Punkt A die aktuelle Situation. Gehen Sie dabei so konkret wie möglich vor. Unter Punkt B notieren Sie Ihre spontanen Gedanken. C steht für die Konsequenz. Notieren Sie hier Ihre emotionale Reaktion und zu welchem Verhalten Ihre Gedanken führen. Beginnen Sie nun unter Punkt D zu disputieren. Stellen Sie Ihre irrationalen Überzeugungen in Frage. Finden Sie Argumente gegen Ihre dysfunktionalen Argumente. Hierbei können folgende Fragen nützlich sein. Hilft die Art, wie Sie jetzt gerade denken, sich so zu fühlen und sich so zu verhalten, wie Sie es möchten? Beginnen Sie dann auch mit einer Relativierung. Fragen Sie sich, was könnte schlimmstenfalls passieren? Was könnte im allerbesten Fall passieren? Und was wird wohl realistischerweise passieren? Und nun sammeln Sie auch Strategien für mögliche Ausgänge. Was können Sie tun, beziehungsweise was könnte Ihnen dabei helfen, damit das, was Sie befürchten, nicht passiert? Was könnten Sie tun, wenn der schlimmste Fall eintritt? Konnten Sie schon mal mit einer ähnlich schwierigen Situation umgehen? Was hat Ihnen dabei geholfen? Wie können Sie Ihr Wissen und Ihre Fertigkeiten auf Ihre jetzige Situation übertragen? Auch hier gerne das Video einmal pausieren und sich da wirklich Gedanken dazu zu machen und nachher einfach wieder einsteigen. Um eine Situation optimistisch nämlich zu betrachten, muss man einen Zwischenschritt einlegen, indem man lernt, gedanklich ein bisschen realistischer vorzugehen. Gefühle, egal ob positiv oder negativ, so viel sei gesagt, sind Informationsträger und sie helfen uns dabei, uns selbst besser kennenzulernen. Sie geben uns Hinweise auf unsere dahinterliegenden Bedürfnisse. Das heißt, Aufmerksamkeit unseren Gefühlen zu geben, führt im ersten Schritt dazu, dass wir das eigene Denk- und Verhaltensmuster bemerken und sie zeigen uns, welche Bedürfnisse gedeckt und welche noch mehr Aufmerksamkeit benötigen. Den Fokus auf aufkommende Gefühle und Gedanken zu richten, zeigt uns außerdem, welche Gefühle man sich selbst eingesteht und welche man am liebsten vermeiden möchte. Das Wissen über die eigenen Gefühle hilft uns zu verstehen, was wir brauchen und führt zu einem selbstbestimmten Leben, was wiederum zu unserem Wohlbefinden wesentlich beiträgt. Weil ganz wichtig, nur positiv zu denken, birgt schon auch Gefahren. Denn man sollte nicht darauf verzichten, quasi optimistisch zu sein, weil Optimisten definitiv gesünder, erfolgreicher und vor allem glücklicher sind. Aber wichtig ist immer eine gesunde Mischung, weil neben positiven Gedanken muss definitiv auch Platz sein, um negative Gedanken und Emotionen zu verarbeiten und im Anschluss auch akzeptieren zu können. Optimismus sowie Pessimismus können beide der psychischen und physischen Gesundheit dienen, wenn sie situationsangemessen gewählt werden. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein frohes Schaffen und wir sehen uns im nächsten Video und hoffentlich bald im Center. Tschüssi!